Der Weltraum besteht nicht nur aus dem Licht von Milliarden von Sternen und Galaxien. Es geht auch um große blinde Flecken, in denen sich bisher unerforschte Objekte verbergen. Erst jetzt beginnen Wissenschaftler, diese unsichtbaren Riesen zu entdecken, die Dutzende von Jahren alt sind oder sogar tausendmal größer als unsere Galaxie. Einige von ihnen sind so nah, dass sie die Milchstraße buchstäblich an sich ziehen. Doch was wird passieren, wenn wir uns auf der anderen Seite des blinden Flecks im Weltraum befinden? Wissenschaftler machen immer mehr verblüffende Entdeckungen in der sogenannten Zone of Avoidance. Dieser blinde Fleck von galaktischer Größe wurde durch Zufall entdeckt. 1786 veröffentlichte der englische Astronom William Herschel seinen berühmten Katalog der Nebel und Sternhaufen. Und andere Wissenschaftler stellten schließlich fest, dass die sogenannten Spiralnebel, die über den größten Teil des Himmels verstreut sind, aus irgendeinem Grund nicht in seinem Zentrum vorkommen. Das heißt, im sternenreichen Kern der Milchstraße und entlang ihrer Scheibe. Der englische Astronom Richard Proctor nannte diese anomale Region eine Zone mit wenigen Nebeln, aber dieser Begriff hat sich nicht durchgesetzt und machte Platz für ein besser klingendes Wort, Zone of Avoidance. Die wissenschaftliche Welt beschloss also, dass alle Spiralnebel aus einem unbekannten Grund entweder einen Teil des Himmels meiden oder von etwas Unbekanntem vollständig zerstört werden. Doch die Wahrheit stellte sich als noch faszinierender heraus. 1925 bewies der legendäre Astronom Edwin Hubble, dass einer der berühmtesten Spiralnebel, Andromeda, in Wirklichkeit eine Galaxie ist, genau wie die Milchstraße. Also war die Zone of Avoidance eigentlich die Zone einer galaktischen Verdunkelung. Es gibt einfach so viel interstellares Gas und Staub aus der Scheibe der Milchstraße vor unseren Teleskopen, dass es fast unmöglich ist, die galaktischen Bewohner des tiefen Weltraums durch sie hindurch zu sehen. Sie verstecken sich vor unseren Teleskopen sorgfältig. Und obwohl diese blinde Zone nicht so groß zu sein scheint, verbirgt sie tatsächlich bis zu 20% des beobachtbaren Universums vor uns. Und zufälligerweise ist das der Teil, auf den sich die Milchstraße selbst zubewegt. Es ist, als würde jemand einen Farbklecks auf die Windschutzscheibe deines Autos setzen und dich so durch belebte Straßen fahren lässt. Aber während du auf der Erde diesen blinden Fleck an der nächsten Autowaschanlage leicht beseitigen kannst, konnten die Astronomen mit der galaktischen Zone of Avoidance nichts anfangen, bis sie eine unerwartete Entdeckung machten. In den späten 50er Jahren versuchte der italienische Astrophysiker Paolo Maffei, Standardfotoplatten empfindlicher zu machen. Das gelang ihm so gut, dass er gleich zwei massive Galaxien in der Zone of Avoidance fotografieren konnte. Sie gehören zum nächstgelegenen Galaxienhaufen, der etwa 10 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist. Und sie wurden sogar nach Maffei benannt. Aber wie kann ein Astrophysiker diese blinde Zone durchbrechen? Dank der Infrarotwellen. Sie können die Gas- und Staubwolken der Milchstraße durchdringen, wenn auch nicht sehr weit. Im Laufe der Zeit begannen die Astronomen, andere Arten von unsichtbarem Licht zu nutzen, um den Gas- und Staubvorhang der Milchstraße zu durchdringen. Und das offenbarte uns schließlich eine riesige verborgene Welt von Galaxien. Wäre diese erstaunliche verborgene Galaxie nicht in unsere Zone of Avoidance gefallen, hätte sie in Helligkeit und Schönheit mit Andromeda konkurrieren können. Wie schade. Diese kleine Spiralgalaxie wurde zuerst mit Radiowellen entdeckt und erst später von hochempfindlichen Infrarotteleskopen erfasst. Mehr als 20 Millionen Lichtjahre entfernt kann dieses exklusive Sternenfeuerwerk nur von Röntgenobservatorien wie Chandra beobachtet werden. Mit Hilfe von Radioteleskopen wie dem im Parkes Observatory in Australien konnten wir wiederum über 900 bisher unsichtbare Galaxien in der Zone nachweisen, Millionen von Lichtjahren von der Erde entfernt. Aber all das sind nur verstreute Teile des Puzzles. Denn selbst mit revolutionären Beobachtungsmethoden war es den Wissenschaftlern nicht möglich, die Parameter der verborgenen Galaxien genau zu berechnen und so ein zusammenhängendes Bild der geheimnisvollen Region des Universums jenseits des blinden Flecks am Nachthimmel zu erstellen. Doch 2022 gelang es einem Team von Wissenschaftlern unter der Leitung der argentinischen Astronomin Daniela Galdeano endlich in die Tiefen der Zone of Avoidance vorzudringen.
Mithilfe einer riesigen Menge an Daten von verschiedenen Observatorien ist es der Forscherin und anderen gelungen, eine gigantische extragalaktische Struktur zu entdecken, die bisher völlig verborgen war. Solche gigantischen Entdeckungen hat es seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Tatsächlich handelt es sich um einen gravitativ gebundenen Haufen von 9 bis 58 Galaxien in einer Entfernung von 2,7 Milliarden Lichtjahren von der Erde. Das ist 10-mal weiter entfernt als alle bisherigen Objekte in der Zone of Avoidance. Und laut der Astronomen saugt etwas von ihnen gerade an der Milchstraße. Aber um eine Chance zu haben, dieses Biest richtig zu sehen, mussten die Wissenschaftler ihre Beobachtungstechniken an kleineren blinden Flecken üben. Wie haben wir es geschafft, Tausende von Planeten zu finden, auf denen die Teleskope buchstäblich blind sind? Im 18. Jahrhundert war sich Sir Isaac Newton sicher, dass andere Sterne genauso wie die Sonne Planeten um sich haben. Doch selbst die besten Teleskope der damaligen Zeit konnten sie nicht sehen. Schließlich schafft jeder Stern mit seinem hellen Licht eine blinde Zone um sich herum, in der sich Himmelskörper von der Größe der Sterne oder sogar des Jupiters vor uns verstecken können. Und selbst als die NASA das Hubble-Teleskop in die Umlaufbahn schickte, stellte sich heraus, dass es vor dem stellaren Schleier genauso machtlos war wie alle anderen Vorgänger. Die Suche nach Exoplaneten schien für die Wissenschaftler schon eine hoffnungslose Aufgabe zu sein, als plötzlich im Jahr 1992 zwei Astronomen, Alexander Voltschan und Dale Frail, die Entdeckung von gleich zwei Welten außerhalb des Sonnensystems verkündeten. Aber wie haben sie das geschafft? Die Wissenschaftler schauten nicht auf den hellen lebenden Stern, sondern konzentrierten sich auf den Toten. Dieser Pulsar, 2300 Lichtjahre von der Erde entfernt, wurde offiziell Lich genannt. In Wirklichkeit ist er eine hochradioaktive Sternenleiche, die starke Radiowellen ausstößt, mit einer Frequenz von etwa 6 Millisekunden. Und wenn du ihnen zuhörst, mithilfe des Arecibo-Radioobservatoriums zum Beispiel, da bemerkten Voltschan und Frail Störungen in den Impulsen von Lich. Und wie sich bald herausstellte, wurden sie durch Poltergeister verursacht. Ernsthaft? So nannten sie den größten Exoplaneten von Lich, Phobetor, benannt nach dem altgriechischen Geist, der den Menschen in ihren Träumen erscheint. Und diese unglaubliche Entdeckung hat den Astronomen gezeigt, wie sie die exoplanetare Blindheit endlich überwinden können. Anstatt vergeblich in den beleuchteten Raum um den Stern zu schauen, ist es besser, sein Licht richtig zu studieren. Seine Schwingungen könnten sogar Abdrücke von Exoplaneten enthalten, die zwischen dem Stern und der Erde fliegen. Und selbst wenn wir es aus einem anderen Blickwinkel betrachten, wird die Schwerkraft eines ausreichend massiven Exoplaneten den Stern leicht zum Wackeln bringen. Dank dessen begann die Menschheit buchstäblich klar zu sehen und entdeckte in 30 Jahren über 5000 Exoplaneten am Himmel. Es war sogar möglich, den am weitesten entfernten zu erkennen. 17.000 Lichtjahre von uns entfernt, dank des seltenen Effekts des gravitativen Mikrolensings, wenn er vor einem anderen Stern vorbeizieht. Aber all das passierte hier in der nahen Nachbarschaft des Sonnensystems. Nur in unserer Galaxie gibt es nicht Tausende von Exoplaneten, sondern höchstwahrscheinlich mehr als 100 Milliarden. Einen in der gleichen Zone of Avoidance zu finden, also auf der anderen Seite der Milchstraßenscheibe, ist auch mit Hilfe aller wissenschaftlicher Tricks noch völlig unmöglich. Aber vor kurzem hat sich herausgestellt, dass es selbst in der Nähe des Sonnensystems, wo alles gut erforscht zu sein scheint, von unsichtbaren Objekten nur so wimmelt. Diese malerische Molekülwolke von Rho Ophiuchus ist nur 400 Lichtjahre von der Erde entfernt. Doch Ende des Jahres 2021 betrachteten Wissenschaftler diese Region des Weltraums durch die Linse des VISTA-Infrarot-Teleskops. Mit seiner Hilfe wollten sie die Geburt neuer Sterne beobachten, die normalerweise durch dichte Gas- und Staubwolken vor unseren Augen verborgen sind. Doch plötzlich sahen sie eine ganze Reihe mysteriöser, dunkler Objekte. Zur Überraschung der Wissenschaftler wurden im Rho Ophiuchus 70 bis 170 Riesenplaneten von der Größe des Jupiters gefunden. Aber warum sind sie uns früher nie aufgefallen? Es handelte sich dabei um sogenannte Schurkenplaneten, die zu keinem Stern gehören und mit herkömmlichen Mitteln nicht entdeckt werden können.
Die meisten von ihnen wurden einst durch Gravitationsstörungen in den interstellaren Raum geschleudert. Astronomen glauben jetzt, dass es zusätzlich zu den 100 Milliarden regulären Exoplaneten noch mindestens 50 Milliarden weitere Schurkenplaneten in unserer Galaxie geben muss. Wenn ein solcher dunkler Jupiter aus der blinden Zone gerade jetzt auf die Erde zurast, werden wir ihn erst bemerken, wenn es zu spät ist. Zumal unsichtbare Ausreißer viel massiver und gefährlicher sein können. 2021 hat das WISE Orbiting Infrared Telescope der NASA versehentlich nur 50 Lichtjahre entfernt etwas Riesiges und unglaublich Schnelles gesichtet. Dieser sogenannte braune Zwerg ist etwa 15 Mal massiver als Jupiter. Tatsächlich handelt es sich um einen gescheiterten Stern, der nicht genug Masse hatte, um thermonukleare Reaktionen auszulösen. Deshalb erhielt dieses Objekt den Spitznamen Unfall. Es rast mit einer Rekordgeschwindigkeit von über 700.000 Kilometern pro Stunde, also 20 Mal schneller als eine Kugel. Warum das so ist, bleibt allerdings ein Rätsel. Aber an sich deutet die Entdeckung von Unfall darauf hin, dass es eine unsichtbare Welt um das Sonnensystem herum gibt, die wir gerade erst zu entdecken beginnen. Nach vorläufigen Schätzungen könnten sich bis zu 100 Milliarden braune Zwerge, die für gewöhnliche Teleskope unsichtbar sind, in der Milchstraße verstecken. Zum Glück wird unser neues James-Webb-Infrarot-Teleskop mit seinem riesigen Spiegel und seinen hochempfindlichen Detektoren definitiv in der Lage sein, Licht in die vielen dunklen Ecken des Weltraums zu bringen. Aber wenn das Problem nur in ihrer Entfernung läge, Wissenschaftler sind oft verblüfft über die Natur dieser unsichtbaren Objekte. In den letzten Jahren sind Astronomen in den blinden Fleck des Weltraums auf immer mehr exotische Objekte gestoßen. Und sie bringen Wissenschaftler dazu, alle unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse in Frage zu stellen. Diese beängstigenden und faszinierenden Entdeckungen zugleich wurden durch dasselbe Orbitalteleskop WISE ermöglicht, das eigentlich ein ganzes Infrarot-Observatorium ist. Wenn die Wissenschaftler James Webb als eng fokussiertes Teleskop verwenden, haben sie mit Hilfe von WISE in nur 6 Monaten den gesamten Himmel gescannt. Und diese enorme Menge an Daten wurde noch nicht vollständig erforscht. Erst vor 10 Jahren entdeckten Astronomen plötzlich ein ungewöhnliches Objekt, 10.000 Lichtjahre von der Erde entfernt, auf den Bildern von WISE. Wo im sichtbaren Licht ein blinder Fleck war, erschien im Infrarot eine helle Gasblase. Darin verbarg sich eindeutig eine Art Stern, aber als die Wissenschaftler seine Parameter berechneten, trauten sie ihren Augen nicht. Anders als die meisten sonnenähnlichen Sterne verwendet dieser seltsame kompakte Stern keinen Wasserstoff und Helium als Treibstoff. Gleichzeitig leuchtet er 40.000 Mal heller und erzeugt einen starken Sternenwind mit einer Geschwindigkeit von 16.000 Kilometern pro Sekunde. Das ist 40 Mal so schnell wie der unserer Sonne und ein absoluter Weltraumrekord. Aber schließlich sollte ein Stern mit solchen Eigenschaften ein deutlich sichtbarer blauer Riese sein und keineswegs ein scheues, unsichtbares Ding hinter einem gasförmigen Schleier. Die Wissenschaftler waren verblüfft, bis sie ein höchst exotisches Modell für den Ursprung dieses Objekts entwickelten. Zuerst gab es hier 2 Sterne. Das waren winzige weiße Zwerge, die nach dem Ausbrennen von sonnenähnlichen Sternen übrig blieben. Aber vor ein paar tausend Jahren kollidierten sie miteinander und bildeten eine exotische Art von Stern, die im Universum selten vorkommt. Anstelle von Wasserstoff und Helium verbrennt er schwere Elemente wie Kohlenstoff. Normalerweise tun das rote Riesen, aber wie du dich erinnerst, ist dieser Stern, der durch die Kollision von weißen Zwergen entstanden ist, sehr kompakt. Deshalb leuchtet er so heftig und behält gleichzeitig die Fähigkeit, sich in einer Gaswolke zu verstecken. Astronomen glauben, dass wir in diesem Fall großes Glück hatten. In nur ein paar tausend Jahren wird der Kohlenstofftreibstoff des Sterns zur Neige gehen, eine gewaltige Supernova-Explosion wird den Gasschleier wegblasen und das unsichtbare Ding wird wahrscheinlich verschwinden. Aber manchmal verschwinden Sterne aus keinem anderen Grund als dem, dass sie buchstäblich blinde Flecken im Weltraum hinterlassen. Jetzt filmen die Astronomen den Weltraum mit hochempfindlichen Digitalkameras. Aber fast das ganze 20. Jahrhundert lang wurde dies mit Hilfe von analogen Fotoplatten gemacht. Das Palomar-Observatorium in Kalifornien nutzte sie in den 50er Jahren, um den detailliertesten Sternkatalog zu erstellen. Und selbst als die Wissenschaftler hunderte von Negativen verarbeiteten, übersahen sie einige Sterne.
Aber es klang so verrückt und der Weltraum war so schlecht erforscht, dass die Entdeckung lange Zeit beiseite geschoben wurde. Erst 70 Jahre später holte die schwedische Astrophysikerin Beatrice Villarroel das Palomar-Rätsel aus den Archiven und schockierte die wissenschaftliche Welt. Dies sind zwei Bilder desselben Himmelsgebiets. Das rechte wurde in den späten 90ern aufgenommen, das linke in den 50ern. Fällt ihr etwas auf? Nichts Besonderes. Außer der Tatsache, dass 9 Sterne irgendwo verschwunden sind. Ihr Verschwinden in nur einem halben Jahrhundert zu erklären, war schon eine schwierige Aufgabe. Die mysteriösen 9 fehlten jedoch auch auf anderen Palomar-Vorher-Nachher-Bildern, die nur eine halbe Stunde auseinander lagen. Vor Villarroel glaubte man, dass dies auf die Verschmutzung von Fotoplatten oder auf Reflexionen von Weltraummüll zurückzuführen ist, die versehentlich auf das Bild gefallen sind. Das kommt tatsächlich vor, wenn auch selten. Aber 9 verschiedene Defekte auf einmal auf einem Bild zu haben, war schon komisch. Wissenschaftler begannen, diesen Bereich des Himmels mit Infrarot und anderen Teleskopen abzusuchen, um wenigstens etwas an der Stelle der 9 verschwundenen Objekte zu finden. Zum Beispiel Supernova-Überreste in unsichtbaren Wellenlängen. Die Explosion von 9 Sternen auf einmal innerhalb weniger Minuten ist zwar fantastisch, aber das ist viel besser als 9 unerklärliche blinde Flecken. Aber alle Bemühungen waren vergeblich. Das Ergebnis war, dass die mysteriösen 9 in wissenschaftlichen Abhandlungen offiziell als Weird Transients betitelt wurden und nicht einmal Sterne, sondern sternenähnliche Objekte genannt wurden. Von der Wissenschaft auf die Menschen übertragen, haben die Forscher keine Ahnung, welche Art von unbekannten Himmelskörpern den Weltraum nur für ein paar Minuten erhellten und dann für immer verschwanden. Könnten das die Sterne sein, vor denen sich für ein paar Augenblicke ein gewisser Schleier gelegt hat? So oder so, das ist ein sehr ärgerlicher blinder Fleck, der Wissenschaftler ziemlich nervös macht. Dieser anomale blinkende Stern, der 25.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, im dichten Kern der Milchstraße, kann uns der Entschlüsselung des Geheimnisses näher bringen. Eines Tages schien dieser rote Riese, der 100-mal massiver ist als die Sonne, fast zu erlöschen. Doch nach 200 Tagen tauchte er plötzlich wieder auf. Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Stern von seinem unsichtbaren, aber so ungewöhnlichen Partner verdeckt wurde, dass er einfach unglaublich aussieht. Dieses Objekt muss eine riesige und sehr dichte Scheibe aus Gas und Staub haben. Stell dir einfach den Saturn in der Größe eines Sterns vor. Himmelskörper dieser Konfiguration sind der Wissenschaft unbekannt, aber zumindest beeinflussen sie die Erde nicht so wie der geheimnisvolle Bewohner der Zone of Avoidance. Und wir sind endlich bereit, sein Geheimnis zu lüften. Ein Objekt mit einer Masse von Tausenden von Galaxien spielt jetzt mit der Milchstraße, als wäre sie eine Feder. Hast du es als unangenehm empfunden, mit einem Flecken quer über der Windschutzscheibe durch die Stadt zu fahren? Wenigstens konntest du abbremsen oder abbiegen. Tatsächlich hast du aber nicht einmal den Motor angelassen und fährst trotzdem durch die Straßen. Mit einer Geschwindigkeit von 600 Kilometern pro Sekunde. Auf der Erde würdest du bei einer solchen Reise in nur 10 Sekunden von New York nach Los Angeles kommen. Aber gleichzeitig würdest du nie erfahren, welche Kraft dich über den gesamten Kontinent getragen hat. Und vor allem, was sie als nächstes mit dir machen wird. Astronomen entdeckten die anomale Geschwindigkeit der Milchstraße bereits in den 70er Jahren und kamen zu dem Schluss, dass das Ziel irgendwo im Sternbild Centaur liegt. Genau in der Zone of Avoidance. Aber die Intrige wurde noch größer, als sich herausstellte, dass tausende weitere Galaxien mit uns zum selben Punkt im blinden Fleck eilten. Darunter sogar die verborgenen Maffei-Galaxien. In der Tat bildete dieser Gravitationskern den gigantischen Leniakea-Superhaufen mit einem Durchmesser von einer halben Milliarde Lichtjahren. Beeindruckt gaben Astronomen dem mysteriösen Objekt den Namen Großer Attraktor und begannen sofort in die Zone of Avoidance zu schauen, in der Hoffnung herauszufinden, welche Art von Gravitationsbestie uns zu verschlingen versucht. Die ersten Schätzungen zeigten, dass für einen so starken Einfluss auf die Milchstraße der große Attraktor 10.000 Mal mehr wiegen muss als unsere Galaxie. Viel schwerer als selbst die ultramassivsten schwarzen Löcher, was eindeutig für die galaktische Natur des Attraktors spricht. Dieser unsichtbare Haufen muss zwischen 150 und 220 Millionen Lichtjahre entfernt sein.
In jeder anderen Region des Himmels würde ein solch gigantisches Gebilde in seiner ganzen Pracht vor uns erscheinen, aber in der Zone of Avoidance erwies es sich als extrem schwieriges Ziel für Teleskope. 20 Jahre nach der ursprünglichen Entdeckung gaben die Astronomen die Hoffnung auf, dass sie das Geheimnis des großen Attraktors jemals lösen würden. Es schien, als müssten wir nur warten, bis das Sonnensystem eine halbe Drehung um das Zentrum der Milchstraße gemacht hat, damit der große Attraktor endlich unsere Zone of Avoidance verlässt. Das wird aber erst in 100 Millionen Jahren passieren und das ist viel zu spät. Die niederländisch-südafrikanische Astronomin René Kraan-Korteweg wollte nicht länger warten. Mit Hilfe von modernen Röntgenteleskopen entdeckte sie Ende der 90er in den Tiefen der Zone einen riesigen Haufen von Norma-Galaxien in einer Entfernung von 220 Millionen Lichtjahren von der Erde. Die Anziehungskraft kann durch das Auftauchen dieser unglücklichen, Medusa-ähnlichen Galaxie beurteilt werden. Sie bewegt sich dreimal schneller auf das Zentrum des Norma-Haufens zu als die Milchstraße mit einer Geschwindigkeit von 1900 Kilometern pro Sekunde. Aus diesem Grund gibt es einen Einschlagseffekt, der Gase aus der Galaxie herausschlägt und sie sogar unfruchtbar macht. Immerhin wurde unsere Sonne aus solchem Gas geboren. Wartet die Milchstraße auf das gleiche, schreckliche Schicksal? Weitere Berechnungen zeigten jedoch, dass der Norma-Haufen 10-mal leichter ist als der vermeintliche große Attraktor. Und doch führte der sehr ähnliche Ort in der Zone of Avoidance und vor allem das Zusammentreffen die Wissenschaftler zu einer Annahme, dass der Norma-Haufen nichts weiter als der Kern des großen Attraktors ist und seine äußeren, massereicheren Teile noch unsichtbar sind. Doch die folgenden Entdeckungen erschütterten im Gegenteil die Größe dieses geheimnisvollen universellen Kerns. Es ist ein Röntgenbild des Galaxienhaufens Shapley, der 650 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Das ist dreimal so weit entfernt wie der große Attraktor. Heute glauben die Astronomen, dass es sich um das gewaltigste Monster der Zone of Avoidance handelt, mit einer geschätzten Masse von 10.000 Milchstraßen. Noch weiter weg, 840 Millionen Lichtjahre entfernt, entdeckte dieselbe Astronomin René Kraan-Korteweg den Vela-Superhaufen, etwa 1000-mal so groß wie unsere eigene Galaxie. Es scheint, dass die Geschwindigkeit der Milchstraße von 600 Kilometern pro Sekunde durch den kollektiven Einschlag des Norma-Haufens und der Superhaufen Shapley und Vela angetrieben wird. Zufälligerweise befinden sie sich auf der gleichen Linie relativ zu unserer Galaxie und in der gleichen Blindzone. Das bedeutet, dass die Milchstraße nicht auf einen katastrophalen Sturz in den universellen Kern wartet, sondern eher auf einen Tanz zwischen mehreren Massezentren. So oder so, die Astronomen wissen noch zu wenig über die Gravitationseffekte in so großen Maßstäben, um eine eindeutige Vermutung anstellen zu können. Und was ist, wenn wir noch mehr seltsame und massive Strukturen in der Zone of Avoidance finden, die unsere Wissenschaft wieder einmal auf den Kopf stellen wird? Wäre ich ein Astronom, würde ich mein Augenmerk nicht auf den fernen intergalaktischen Raum richten, sondern auf die nähere Umgebung des Sonnensystems. Schließlich können wir Planet 9 immer noch nicht entdecken, einen Himmelskörper, der 10-mal massiver ist als die Erde. Er hat die Bahnen vieler Objekte wie Sedna beeinflusst. Und obwohl einige Theorien die Existenz von Planet 9 widerlegen, würde ich trotzdem die verbleibenden blinden Flecken genau überprüfen, von denen aus etwas wie Neptun auf uns zufliegen könnte. Und nicht nur das. Wusstest du schon, dass von den Hunderten von Millionen schwarzer Löcher, die Berechnungen zufolge in unserer Galaxie umherwandern sollten, über Jahrzehnte von Beobachtungen nur 12 von uns entdeckt wurden? Es ist ja so, dass kein einziges modernes Teleskop sie aufspüren kann. Das könnte nur ein Gravitationsobservatorium leisten, aber das gibt es noch nicht einmal im Entwurf. Und so ein fantastisches Gerät könnte die meisten blinden Flecken aus dem Weltraum mit links erkennen. Glaubst du, dass wir jemals in der Lage sein werden, so etwas zu erfinden?